ein Video im Schnelldurchlauf, weil wir haben ja keine Zeit. Jetzt ist es amtlich. Kann sich schon einer denken, um was es geht? Geschichte war die gewesen, wir wollten jetzt endlich mal rausfinden, um wie viel so ein RMF-Charger denn mehr in so einen Akku reinknallt. Die ganze Zeit solche Aussagen von, ja, definitiv mehr drin als vorher, damit kann man ja nicht so viel anfangen. Deshalb jetzt hier so ein, wie heißen die, Milliampere-Stunden Messgerät mir besorgt und Zellen dran gehabt, die 2600 Milliampere-Stunden haben sollen, so wie es drauf steht. Das sind auch alte Zombie-Zellen, also aus alten Laptop-Akkus, die irgendeinen Defekt hatten. Ja, die Zellen raussortiert, die nicht so kaputt waren. Die Zelle ist jetzt mit einem normalen Ladegerät geladen worden von einem Kumpel. Der hat noch ein normales Ladegerät, ich habe ja keine mehr, wie ihr wisst. Und nachdem entladet hast, also als ich es rangenommen habe, hat sie 4,22 Volt gehabt und beendet habe ich sie bei 3,57 Volt. Und bis dahin hat sie bei einer durchschnittlichen Entladung von 220, 230 mA ihre 2600 mAh gehabt. Da war ich schon sehr verblüfft. Krass, die ist ja wie neu. Ne? Mit einem normalen Ladegerät geladen. Habe ich gedacht, hoffentlich schafft das der RMF-Charger. Aber jetzt habe ich die ganze Spannung schon weggenommen von vorhin. Ne? Er hat es geschafft. Und zwar mit diesem Wert jetzt. Also er hat jetzt, bei 3,5 Volt habe ich hier abgeschalten. Und bis dahin hat er über 3 Amperestunden hier rausgezogen. Also das sind 400 Milliamperestunden mehr als normales Ladegerät. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Das hier ist jetzt das Ladegerät, mit dem es geladen worden ist. Komm, zeig dich mal. So ist das jetzt konzipiert worden. Hier, das ist ein stinknormales 8,5 Volt, 500 Milliamperestunden Wechselstromnetzteil. Davon ging es auf den Gleichrichter und dann die normale RMF-Charger-Schaltung ran, wie ihr sie alle so kennt. Hier ist unser Netzteil, 8,5 Volt, 500 Milliamperestunden. Vierwege Brückengleichrichter mit 1N4001er Dioden. Nach dem Brückengleichrichter geht es auf den Kondensator, 16 Volt, 1000 Mikrofarad. Und von diesem Pufferkondensator geht es auf unsere RMF-Schaltung. Hier, wir erwarten ja nicht mehr als 500 mA in der Spitze, vielleicht mal ein bisschen mehr, wenn es hier gepulst hin und her macht. Also dürften 1N4007er Dioden reichen mit 1 Ampere, 3 Stück. Transistor ist ein Typ 50, NPN-Transistor. Der Vorwiderstand ist ein 100 Ohm, ein Viertel Watt Vorwiderstand. Der Ferrit ist ungefähr ein Ferrit mit 2 cm Durchmesser. Sieht man den hier an der Seite noch irgendwie? Naja, hier gelb. Gelb lunzt er noch ein bisschen durch und ein Powerdraht sieht man davon. Ungefähr 2 cm im Außendurchmesser der Ferrit. 13 Windungen drauf mit 0,4er und 0,3er Draht. 0,4er der Powerdraht. 0,3er der Triggerdraht. Hier, wo die zwei dann zusammenkommen, kommt unser Minus raus. Hier kommt unser Plus raus. Und jetzt sollte man es tunlichst vermeiden, in diese Strecke hier, ne, vom Plus- und Minus-Output, irgendwas reinzubauen, was da eine Diode oder sowas beinhaltet. Weil dann kann der Puls ja nur in eine Richtung, dann kann es nicht zurückschnalzen. Ne? Also hier nichts irgendwie zusätzlich einbauen. Ne, so von wegen Verpolungsschutz oder sowas. Stattdessen hier, um zu kontrollieren, ob Strom durchfließt, ein kleiner Mini-Trafo sozusagen, ein kleiner Mini-Ferrit mit 3 Windungen des fetten Drahtes, was dann hier durch ein Minus geht. Also hier drüben, das glaube ich, so funktioniert es nicht unbedingt. Das funktioniert besser, wenn man es hier zwischen anzeigen lässt und auf der Sekundärwindung dann ein paar Windungen mit viel dünnem Draht und dann muss man rausfinden, wie rum die LED rankommt, dass man da immer nur diesen Back-EMF-Puls misst, der dann die LED zum Leuchten bringt. Dann kann man es hier auch bewerkstelligen, dass so eine Art
Anzeige entsteht, die dann anzeigt, ob dann auch was geladen wird in den Akku. Stinknormale Akkuwächter kann man drüber machen. Die funktionieren ja in beide Richtungen. Ne? Da kann man ja entladen und laden. Das funktioniert ganz gut. Da kann ich bis jetzt keine negativen Erfahrungen berichten von diesen Akkuwächtern. Und dann einfach zwei Lithiumzellen in Reihe. Und ab geht's. Ja. Eddie, kann man das so sagen? Ich denke mal schon, ne? Bis später. Oh wei, jetzt hätte ich mich bald selber verarscht und euch mit dazu. Die hier tolle 3000 mAh hat, das ist ja auch eine 30Q. Die hat ja auch so 3 Amperestunden. Da. Also, streich das mal wieder jetzt kurz mit den 2600 mAh Zellen, wo 3 Amperestunden reinpassen. Ey Leute, nehmt's mir nicht übel. Aber ich habe hier nicht die Aufgabe, das zu beweisen. Beim nochmaligen Test mit einer 2600er Zelle war sie dann bei 2700 mA und hier bei 3,7 Volt, das heißt 0,2 Volt, bei 3,5 Volt hätte sie erst abschalten sollen. Und da habe ich hier ein bisschen am USB-Kabel gewackelt und alles war im Arsch gewesen. Die ganze schöne Messreihe war kaputt. Also ich konnte es euch hier nicht zeigen. Da habe ich mir gedacht, ach, lass es gehen. Ich für mich weiß, dass es so ist, dass das mehr drin ist. Ihr wisst schon. Ja, und ich muss hier gar nichts beweisen. Das ist immer das Schönste. Du bist... Man ist immer dann am besten, wenn es einem eigentlich voll scheißegal ist.